Es ging also nie um ein homöostatisch ausgleichendes, lustgewinnendes, unlustvermeidendes gegen die andere Seite des Unlustwiederholungszwangs, des selbstzerstörungsmasochistischen Schmerz-Unlust-zu-Lust-Prinzips, also die eine Seite der Lust zu Schmerz und der andere Seite des Schmerzes zu Lust, Umwandlungs- oder Ausgleichsprinzip nach homöopathischen, nach homöostatischen Kriterien, sondern es geht um diese Hochspannung anderer Energien, um das Begehren beim Schizospaltsprechwesen, nicht um Lust, nicht um Genuss, sondern um ein obsessives Verlangen, um ein totalitäres Erleben und Erleiden, um die Sensation, Ausweitung, immer absurdere, aberwitzigere, neusensationelle, nie gesehene, nie erfahrene Sensationen an der Grenze des Erträglichen oder Unerträglichen als dieses Hochrüstungswettkampf-Auswahlspiel der ternären Rhizomordnung. Deshalb muss man immer von diesen Sensationsaberwitzigkeit, ich will wenigstens was erleben in den Kemenaten, bevor ich in die dunkle Kiste springen muss, ausgehen. Es geht immer um, wie weit kann die Grenzüberschreitung, wie weit kann die Membranausdehnung, wie weit kann die Erträglichkeitsathletisierung ausgeweitet werden, bis das Hymen endlich reißt. Ja, also nochmal zur Einführung des Begriffes Erleben. Erleiden ist immer ein Begriff, der in einer Begehrensordnung nicht auf Anspruch und Bedürfnis zurückzuführen ist, sondern auf das Begehren, nämlich eigentlich immer die Inversion, das Verwerfen der falschen Lüste, der falschen Liebe, der falschen Beschwichtigungsobjekte, sondern immer auf das invertierte Prinzip zielt, des das ist es nicht, was ich wollte, des gibt es nicht noch mehr, des das ist ja langweilig, gibt es nicht etwas Sensationelleres. Und vor allem der Negativ- oder der Verwerfungsinversion. Sie liebte Kaviar, aber nicht um ihn zu essen,